Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur IT-Sicherheit, der Netzsicherheit und so weiter und so fort. Ihr kennt den ganzen Spaß. Heute geht's wieder weiter mit TLS und ich möchte euch heute die Aufgaben des Record-Protokolls ein bisschen detaillierter vorstellen, sagen wir es mal so. Leider habe ich heute nicht so viel, was ich euch tatsächlich zeigen kann, weil es einfach wirklich nicht so viel zu zeigen gibt. Es ist tatsächlich einfach nur, ja, man hat einfach in dem Record-Protokoll eigentlich schon alles ausgehandelt. Es passiert nichts Spannendes mehr. Klar, man muss Kryptographie betreiben, man muss alles verschlüsseln. Aber das dürfte klar sein, habe ich auch letztes Mal oder vorletztes Mal schon gesagt. Und ich möchte euch heute deswegen noch kurz zeigen, was das Record-Protokoll so alles noch tut, außer nur Kryptographie. Denn es hat noch ein paar mehr Aufgaben. Nächstes Mal gucken wir uns dann so Sachen wie Schlüsselberechnung oder sowas an. Da wird es dann nochmal ein bisschen spaßiger. So, was also das Record-Protokoll macht, ist folgendes. Es macht erstmal für jede Sitzung, Achtung, wir sind jetzt hier, eigentlich sprechen wir von Sitzungen. Das heißt, ja, wenn ihr eine TLS-Verbindung aufgebaut habt, können da auch mehrere TCP-Verbindungen drüber laufen. Das bedeutet, wenn ihr eine TLS-Verbindung aufgebaut habt und dann zum Beispiel den Internet Explorer benutzt, der ja bekanntlich für, oder zumindest hat er das früher mal gemacht, ich weiß nicht, wie es jetzt mittlerweile ist, hat er für jedes einzelne Dokument, das heißt jedes Bild, jedes was weiß ich was, damit es ein bisschen schneller geht, hat er jedes Mal eine eigene TCP-Verbindung aufgebaut. Und da jedes Mal Schlüssel auszuhandeln, wäre mega, mega ineffizient. Deswegen hat man sich gedacht, okay, für dich Internet Explorer machen wir für jede TCP-Verbindung, packen wir mehrere TCP-Verbindungen in eine Sitzung rein. Das heißt, alles, was zu eurem zum selben Ziel geht, läuft über dieselbe TLS-Verbindung. Das heißt, man muss natürlich auch diese mehreren TCP-Verbindungen verwalten und jeweils eben zuordnen, was gehört zu welcher. Das macht das Record-Protokoll. Dann braucht man gewisse gespeicherte Informationen, damit man es eben zuordnen kann. Man braucht die ID des Empfängers, man braucht das Zertifikat des Empfängers. Das wird langfristig gespeichert, damit man das auch noch genauer nachgucken kann. Man braucht, Achtung, und jetzt eine große Warnung, man braucht das Komprimierungsverfahren. Der Standard ist null, das heißt, es findet keine Komprimierung statt. Das ist auch gut so. Wenn ihr jemals in die Verlegenheit kommt zu entscheiden, ob ihr Komprimierung über TLS ein- oder ausstellen wollt, ich glaube, sie wollen sogar in TLS 1.3 komplett abschaffen, aber falls ihr noch 1.2 oder sowas benutzt, dann schaltet die Komprimierung immer aus. Das heißt, lasst das Ding auf Null stehen, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt. Komprimierungsverfahren können angegriffen werden. Das heißt, man kann sogenannte Timing-Angriffe dagegen fahren. Das sind relativ kryptografische Werkzeuge, sage ich jetzt mal, und sehr, sehr theoretisch. Deswegen zeige ich die hier nicht genauer. Die dann wirklich auch versuchen, anhand der Zeit oder anhand der Dauer, wie lange ein Paket, also wir schicken quasi, oder wir bauen eine TLS-Verbindung auf, als Client ganz normal gewöhnlich auf eine Webseite einfach, sagen wir mal. Und dann schicken wir ein Paket hin und wir warten oder wir messen exakt, wie lange diese Antwort von Ihnen braucht. Und je nachdem, wie lange diese Antwort braucht, können wir Rückschlüsse auf Teile des Schlüssels ziehen. Und das ist natürlich mega, mega gefährlich. Deswegen sollte die Komprimierung immer aus sein. Okay. CypherSpec ist, welche Algorithmen verwendet werden zum Verschlüsseln. Das muss natürlich auch gespeichert werden auf Serverseite bzw. auch bei uns auf der Client-Seite. Das Master Secret, was wir beim ersten Mal ausgehandelt haben, muss gespeichert werden. Das Master Secret braucht man, um Schlüssel neu aushandeln zu können. Wann möchte ich Schlüssel neu aushandeln? Naja, zum Beispiel, wenn wir eine Weile inaktiv waren. Das heißt, wir waren auf einer Webseite und irgendwann wurde die Verbindung einfach mal abgebrochen, weil wir 5 Minuten lang nicht da waren. Wir waren auf einer Webseite und haben, oder wir waren einfach im Internet unterwegs und haben so viele Daten angefragt, dass die Sequenznummer übergelaufen ist. Das kann durchaus mal passieren. Die hat zwar jetzt bei TLS 64 Bit, aber wenn sie überläuft, muss man trotzdem die Schlüssel neu aushandeln. Und dazu ist das Master Secret ja da. Das heißt, aus dem Master Secret lässt sich der Schlüssel ableiten und mittels Zufallszahlen natürlich wird das gemacht und die Zufallszahlen werden genau aus diesem Grund auch zwischengespeichert. Dann der Initialisierungsvektor, wie gesagt, für kryptografische Operationen wie zum Beispiel AES, da braucht man, also AES im CBC oder sowas, braucht man immer einen Initialisierungsvektor und der muss natürlich auch irgendwo zwischengespeichert werden. So, und dann letzte Sache, die unser Record-Protokoll hier noch tun muss, ist
die Fragmentierung. Fragmentierung deswegen, weil man kann ja nicht unendlich viel oder unendlich lange Pakete übers Internet verschicken und durch TLS-Informationen, das heißt sprich Verschlüsselung, könnte ein Paket größer werden. Und ja, das kann durchaus mal vorkommen, deswegen muss man hier darauf achten, dass das Paket maximal 2 hoch 14 Byte groß sein darf. Alles, was drüber ist, dann muss ich mein Paket aufteilen in 2 Unterpakete. Und das macht auch das Racket-Protokoll. Das hat nichts mit Kryptografie oder sowas zu tun, aber das muss halt auch, irgendjemand muss es tun. Und deswegen, ja, kommt natürlich auf die Anwendung drauf an, aber TLS fragmentiert dann für euch, wenn ihr bei der Anwendung irgendwie nicht drauf geachtet habt, dass die Pakete irgendwie kleiner gemacht werden müssen. Okay, und das ist eigentlich auch tatsächlich schon alles, was das Racket-Protokoll macht. Ich weiß, war jetzt sehr theoretisch, aber ich glaube, man kann ganz gut was damit anfangen. Und ja, nächstes Mal schauen wir uns wieder mit hübscheren Grafiken ein bisschen die Schlüsselgenerierung an. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!